Mr. Mike. Mr. Mike, der Winter steht vor der Tür und zocken. Ich zocke wirklich zurzeit jeden Tag und da ich mir auch die PlayStation 5 Pro geholt habe und die jetzt den Spielspaß eigentlich noch mehr verstärkt hat, weil ich den Unterschied auch wirklich merke an meinem Fernseher, habe ich ein Video schon mal drüber gemacht, da streiten sich ja die Meinungen zurzeit sowas von krass, ist der Preis gerechtfertigt. Das muss jeder für sich selber wissen. Es ist wirklich nicht sehr viel Unterschied zwischen einer normalen PlayStation 5 und einer PlayStation 5 Pro. Aber man sieht den Unterschied auf jeden Fall, wenn man möchte. So ist doch schön beschrieben, finde ich. Und jetzt mal PlayStation 5 Pro Spiele. Ich meine, es gibt ja kein exklusives Spiel für diese PlayStation 5 Pro. Es gibt ja nur Updates, mit denen du noch mehr rauskitzeln kannst. Und diese Spiele, da möchte ich mich mal so ein bisschen mit euch drüber unterhalten und Spiele, die ich mir noch kaufen werde. Hier seht ihr es zum Beispiel schon, ne? PlayStation 5 Pro, also da holst du extra noch was mit raus, mit einem Update. Alan Wake 2, das alleine ist schon mal krass, 31.000 Bewertungen, das ist voll crazy, ne? Bei 4,76 Sternebewertung. Das ist echt krass, Mann. Und Alan Wake, damals auf der Xbox 360, kam sie exklusiv für Microsoft noch raus. Das war für ein bombastisch gutes Spiel. Und ich habe davon auch nur gutes, unglaublich viel gutes Feedback gelesen. Ich werde es mir auf jeden Fall noch holen. Da bin ich sehr gespannt, weil die Lichteffekte bei dem Spiel, damals schon auf der 360, war damals wirklich revolutionär. Ich glaube, bei dem Teil auch. Da haben sie sich echt Mühe gegeben. Das ist auf meiner Liste auf jeden Fall drauf. Und es gibt so Spiele, wo du halt wirklich den Unterschied so krass merkst bei der PlayStation 5 Pro, wie zum Beispiel God of War. Steht auch hier auf der Liste drauf. Und wenn du bei PlayStation reingehst, gibt es einen extra Abschnitt. PlayStation 5 Pro verbesserte Spiele. Da kannst du gerne mal reingucken. Das sind genau die ganzen Spiele gelistet, die jetzt gerade halt dieses Update haben. Ich habe auch gesagt in meinem letzten Video, bei Ghost of Tsushima habe ich den Unterschied auch krass gesehen, von den Licht- und Spiegeleffekten vor allem. Aber ich glaube, das hat gar kein Update bekommen und ist hier gar nicht gelistet. Aber das sagt ja auch, ist für mich auch schon mal ausschlagkräftig dafür, dass die Spiele nicht mal wirklich ein Update brauchen und du siehst trotzdem einen Unterschied. Und wenn die Spiele dann noch ein Update haben, holst du natürlich noch mehr raus. Ihr könnt mir folgen, Space Marine, hat das ein Update? Das sieht auch so unglaublich krass aus. Und Horizon. Horizon habe ich schon gesehen, ist hier dabei. Ist ja auch exklusiv von Sony PlayStation Studios. Das muss ja eins haben. Und hier so ein bisschen die Spiele gucken. EA Sports Fußball. Black Ops 6 hat auch eins bekommen. Letztens habe ich das auch gefragt. Aber da habe ich zum Beispiel nicht so krassen Unterschied gemerkt. Vor allem im Multiplayer, das siehst halt weniger. Vielleicht im Story-Modus. Fortnite. NBA 2K25 habe ich auch schon gelesen. Soll man auch einen Unterschied sehen? Oh, hier Stellar Blade. Das habe ich seit Release für 70 Euro gekauft oder 80 Euro. Hinten in meinem Schränkchen drinnen, in meinem Regal. Noch nicht einmal angezockt. Das ist auch wieder das Ding. Ich habe so viele Spiele und komme nicht hinterher. Aber trotzdem, ich habe immer noch Spiele, wo ich unbedingt testen würde. Hier auch Silent Hill 2. Auch 17.000. Habe ich von den Bewertungen gelesen, 4,87. Das soll so geil sein, habe ich gehört. Das habe ich damals auf der PlayStation 1 gezockt. Teil 1, Silent Hill? Kann das sein, PlayStation 1 damals? Ich glaube schon. Das war auch krass. Resident Evil, The Last of Us. Last of Us, jeden Teil, wenn du eine PlayStation hast. Alter, das sind gigantisch, mega krass geile Spiele. Ohne Witz. Horizon auch. Diese exklusiv Sony PlayStation Spiele, ne? Exklusiv natürlich, jetzt gibt es das auch auf dem PC, aber die kannst du alle zocken, die sind so geil, Mann. Das ist so für mich auch der Unterschied, warum ich lieber PlayStation zocke als Xbox. Ich meine, ich hatte auch eine Xbox, ich habe noch so viele Xbox Spiele hier hinten, die, wo ich auch gerne loswerden würde, die habe ich erstmal hier rausgepackt. Ja, aber ich habe keine Xbox mehr. Zum Beispiel Dead Island 2 habe ich mir für die Xbox geholt oder Robocop mache ich jetzt damit. Billig verhökern, wahrscheinlich auf irgendeine Plattform habe ich, wo ich die dann super günstig
verkaufen kann. Und das ist nochmal so ein Unterschied, nochmal schnell aufs Digitale eingehen, weil so viele sagen, ich kaufe nur noch Digitalspiele. Finde ich persönlich für den Arsch. Da bekomme ich für die Spiele wenigstens noch 10 Euro. Hast du die digital, die verschmoren, verstauben, verrotten da vor sich hin. Und was machst du mit denen? Du kaufst die einmal und wirst sie halt nicht mehr los. Ne? So kann ich wenigstens noch einen 10er raus oder vielleicht sogar noch mehr. Vielleicht sogar mal in 20 Jahren irgendwie eine Wertsteigerung, wer weiß das. Wir werden sehen. God of War, wie gesagt, auf jeden Fall. Mal. Oh, Empire of the Ants. Ne? Das mit den Ameisen. Das hat hier schon gar nicht so viele gute Bewertungen. Und die Grafik, was ich gesehen habe, auch bombastisch gut. Also ich werde es mir auf jeden Fall holen. Ich glaube, mehr strategisch, was ich gelesen habe. Aber die Grafik soll super geil sein. Bin ich auch gespannt, will ich auch unbedingt haben. Wo gehe ich jetzt hin? Hier rausgerutscht. Diablo wollte ich auch mal anzocken, mal wieder. Diablo ist letztes Mal auf dem PC gespielt in den 90er Jahren. Oder wann kam das erste raus? Ewig her. Und das ist auf meiner Liste auf jeden Fall drauf. Dark Tide, Warhammer. Das, da freue ich mich auch drauf. Kommt am 3.12. auch für die Pro noch ein extra Update. Ich glaube, das ist ein mega fetter Ego-Shooter, Alter. Ich glaube auch grafisch, wenn es die Screenshots hier so sieht, ich glaube, da geht was, Mann. Also da bin ich echt gespannt drauf. Da freue ich mich drauf. Das sind so Games, hole ich mir am ersten Tag. Dead Island 2 war ich nicht so von überzeugt. Ihr habt es gesehen, ihr habt es auf der Xbox. Ronin, was für ein Drecksspiel. Also ich möchte es ja, ich möchte es euch nicht schlecht reden, aber für mich, ich war so enttäuscht. Ich habe es nach einer Woche gleich wieder verkauft. Und da wieder, Halleluja, ich habe es mir nicht digital gekauft. Ich habe es ein paar Tage gespielt. Ich habe ihm dreimal eine Chance gegeben, dem Spiel. Dann fand ich es so scheiße. Ich habe es dann immer noch für 35 Euro verkaufen können. Gott sei Dank nicht digital. Für mich wieder der Beweis, kaufst dir bloß nicht digital, Mann. Aber hey, wer es will, hol's dir gern digital. The Last of Us, auch Teil 1. Ey, die waren so geil, diese Spiele, Mann. Die 42.000. Ne, bei 4,9. Das ist ein Meisterwerk. Wenn du die Teile noch nicht gespielt hast, hol's dir, gönn dir. Also das ist für mich Spielspaß. Erfahrung, das ist wie ein Film, Alter. Das ist so geil. Ich liebe solche Spiele. The Village habe ich nicht durchgezockt, aber auch ein sehr gutes Spiel. Die Resident Evil Teile. Off the Grid, das habe ich angezockt, ist okay, war nicht schlecht. Lords of the Fallen, habe ich das angezockt? Nee, habe ich nicht. Würde mich eventuell mal interessieren zum Anzocken, aber ich glaube nicht, dass ich es mir holen werde. Demon of Souls. Habe ich auch zum Release schon gehabt. Auch ziemlich fett, aber sau schwer. Und Ratchet & Clank muss ich mir auch mal wiederholen. Das war auf der normalen PlayStation 5 schon so eine krass geile Grafik. Das ist wieder PlayStation Sony exklusiv. Das sind geile Spiele. Muss halt auf Jump'n'Run natürlich spielen. Das ist natürlich immer das Ding. Ne? Wenn jemand nur Motorspiele oder Sportspiele liebt und nichts anderes spielt, den kannst du natürlich kein Strategiespiel herballern oder sonst was. Der wird es ja nicht zocken. Ne? Das ist halt das. Was ich schade finde, ist, dass das Spiel Wolong, das mit dem Affen, dass das kein Update bekommen hat, weil das könnte mit Sicherheit doch ein bisschen was rauskitzeln, finde ich. Aber das hat kein Update bekommen. Wie heißt es noch? Das ist auch so ein fettes Spiel, Mann. Ja, ich finde es ja nicht. Alle Spiele. Aber das ist eine gute Liste. Geh auf die PlayStation, dann guckst du mal, was dir alles vorhanden ist. Und die Updates kriegst du sowieso automatisch. Aber ansonsten gerne noch eure Spieleerfahrung. Was findet ihr mega geil? Was holt ihr euch? Was steht auf der Liste? Was ich euch vorgetragen habe, was ich mir holen werde. Warhammer. Ich glaube, die werden schon nice. Ne? Aber hier sind auch... Ich glaube, du kannst hier schon von ausgehen, dass hier keine wirklichen Müllspiele sind. Hier sind schon wirklich gute Spiele dabei. Obwohl ich würde persönlich Ronin hier rausstreichen. Ich weiß, da kann man sich wieder drüber streiten. Ich habe schon gelesen, manche finden es echt geil. Ja, aber Dying Light, auch ein sehr gutes Spiel. Hat mich aber nicht abgeholt. Das ist dann mehr so der persönliche Geschmack. Callisto Protokoll, 20 Euro. Das habe ich auch für 10 Euro auf Amazon eine Zeit lang gesehen. Grafisch ist das Spiel auch bombastisch. Das habe ich auch gerne durchgezockt, du warst schnell durch. Das war echt auch eine geile Story. Der Callisto-Protokoll, für den Preis kannst du auf jeden Fall mitnehmen. Das erkenne ich überhaupt nicht, was ist das? Habe ich nie gesehen. Comic-Game. Okay? Nö, sagt mir nichts.
Aber wie gesagt, ich glaube, wir Gamer haben nicht das Problem, dass wir zu wenig Spiele haben mittlerweile. Ne? Es ist irre. Sogar PlayStation 4 Spiele gibt es immer mal wieder welche, wo ich mir denke, Alter, das sieht ja mega krass aus. Könnte ich mir auch mal holen zum Anzocken. Also langweilig wird uns Spielern, uns Gamern mit Sicherheit nicht. Also wer sagt, er hat zu wenig Spiele, dann bist du wirklich entweder sehr anspruchsvoll oder sehr Nische oder ich weiß es nicht. Also ich komme nicht hinterher. Daher könnt gerne ein bisschen ruhiger machen mit den Spielen. Ich bin, ja, aber nicht nur von mir. Ich möchte nicht von mir ausgehen. Ne? Könnt mir auch gerne Feedback dazu geben, was zockt ihr am liebsten. Würde mich auch mal interessieren. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Mr. Mike. Yo, Mr. Mike. Yo, Mr. Mike. Yo, Mr. Mike. Yo, Mr. Mike. Mr. Mike. Yo, Mr. Mike. Mr. Mike. Yo, Mr. Mike. Mr. Mike. Mr. Mike. Yo, Mr. Mike. Mr. Mike. Yo, Mr. Mike. Mr. Mike. Yo, Mr. Mike. Mr. Mike.